herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe soeben einen Quad vor mir entdeckt und werde mal eben die Verfolgung aufnehmen. Von Weitem würde ich sagen, das ist eine Kymco. Glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob er mich sieht. Das werden wir gleich in Erfahrung bringen. Also ich würde jetzt sagen, jetzt so vom Weiten her, das ist eine MXO. Aber ich weiß es nicht. Eine Kymco. Aber der muss arbeiten, da ist Industriegebiet im Bild gearbeitet. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen. Oder habe ich das gerade eben schon gesagt? Das kann natürlich auch sein. Ja, das Wetter spielt natürlich mal wieder vollkommen für uns in die Karten. Wir können wieder rausballern. Das ist komisch, ne? Das heißt ja immer so, ab Anfang März, da geht es wieder los, da geht die Saison wieder los. Gibt es bei mir eigentlich nicht. So gut bald gutes Wetter ist, bin ich auf einer Maschine. Aber man lässt uns nicht im Stich. März, Sonne ist da, wir können wieder raus und Spaß haben. Yippie! Der Spaß wird so ein klein wenig gedämpft, wenn man sich die aktuellen Spritpreise einfach mal anguckt, ja. Hallo, ich muss schon mal mit dem Rucksack hin, voller Knete, damit ich meinen Tank voll kriege, damit ich daraus bezahlen kann. Alter Schwede, wo soll das bloß noch hinführen? Das ist doch utopisch, was da gerade so passiert. Und es wird nicht besser. Nein. Aber man wird mir den Spaß nicht nehmen können. Auf gar keinen Fall. Und wenn ich nichts essen werde, es interessiert mich ein Scheißdreck. Ich fahre die Maschine weiterhin und ich gehe tanken. Und wenn ich nur noch arbeiten gehe fürs Tanken, dreh durch. Man nimmt mir meinen Spaß, meine Freude am Fahren nicht. Kannst du noch so viel machen und versuchen. Nicht mit mir, nicht mit Papa. So. Jo. Ja, Spritpreise, ne? Also, ich sag ja, ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Das ist echt traurig. Wenn ich mal so überlege, Anfangszeit, als ich damals angefangen bin, damals. Ey. Ich mache hier Geschichtsunterricht. Als ich damals angefangen bin mit Autofahren, ja, da bin ich an der Tanke ran, getankt, 20 Euro, Karre war voll, ich konnte wieder rausballern. Nee, 20 Euro, was rede ich da für ein Blödsinn? Nicht 20 Euro, nee, 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 nee. 20 D-Mark, 20 Mark. Ja, wir hatten mal so eine Währung, die nannte sich D-Mark für die Jüngeren unter uns. Damit hat man, boah, wenn man das vergleichen würde, hätte ich, boah, ich wäre Millionär. Na, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht, aber ich hätte eine Kohle ohne Ende zur Verfügung. Und dann bräuchte ich mich auch nicht darüber aufregen, was der Scheiß Sprit so kostet. Aber es wäre wirklich so. In meiner... Oh Mann, das ist echt Geschichtsunterricht. Das klingt auch so doof, als wäre ich schon 80 Jahre alt, ne? In meiner Jugend war es aber nur wirklich mal so. Da ist man unheimlich viel und gerne mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Just for fun. Da gab es jetzt noch nicht so den Hype auf Quads und all sowas. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht mal, was das ist, davon mal ganz abgesehen. Also war Auto, die Generation Auto, Tuning, weißt du, ne? Höher, ne Quatsch, nicht höher. Tiefer, lauter, breiter, Anlage drin, bis nach Meppen ballerte das Kennzeichen. So richtig, scheißegal, Hauptsache auffallen, richtig proletenhaftig unterwegs sein. Das war... Ja, das war einfach nur, ne, das war es einfach nur. Und wie gesagt, man konnte, ja, jeden Tag, jedes Wochenende sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen. Da war der Sprit, das war scheißegal, das hat nichts gekostet im Gegensatz zu heute. Heute überlegst du dir das echt. Fahre ich heute, fahre ich nicht? Nee, ich weiß auch nicht und das kostet ja und dann muss ich ja wieder tanken und... Ist alles ein bisschen blöd geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte ganz gerne wieder so, boah, sagen 30, 40, 50 Jahre zurück und dann
einen auf Rijkaard. Ich würde ja gar nicht mehr zum Stehen kommen. Ja, wie gesagt, hält mich ja jetzt auch nicht davon ab, die Preise. Aber nur so dieses Verhältnis, ne? Damals, heute. Ja, ich weiß, man soll nicht nach hinten sehen, ne? Man soll immer nur nach vorne sehen. Aber es ist nun mal so. Wir werden noch ausgenommen. Sei es jetzt im Sinne von Steuern, Sprit und hast du nicht gesehen. Und jetzt kommt wahrscheinlich so die eine oder andere um die Ecke, ja, Spaß kostet. Ja, ist mir auch schon klar, dass Spaß kostet. Aber warum müssen wir das denn gleich übertreiben? Mann, das macht mich echt, nee, will ich nicht. Das ist nicht, nö. So. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich muss nach Hause, ich muss Sprit sparen. Damit ich dann morgen auch nochmal wieder fahren kann. Ne? Freunde? Ich sag mal, ein schönes Wochenende ist doof. So weit ist es noch nicht. Heute ist ja gerade mal Wochenanfang. Jedenfalls bei mir oder für mich. Aber egal. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Adios, amigos. Ich krieg meine Handschuhe raus. A do ba do ba do do ba do ba do. A do 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 do. A do ba do ba do. A do ba do ba do 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 ba do. A do ba do ba do do ba do.